So, mein Gott, der Abu Dhabi Grand Prix endlich vorbei. The Season is over. Constructors Championship Title, Drivers Championship Title haben wir eingesackt. Also, there is no reason to be unhappy. Das war der erste springende Punkt. Das Rennen in Abu Dhabi an sich gibt es eigentlich nicht relativ viel zu analysieren. Ich habe eine klare Weisung ausgegeben an die zwei Rotzpippen zum Lewis und zum Valery gesagt: Passt auf. Es ist relativ klar, der ganze Daimler-Vorstand kommt natürlich zum Saisonfinale. Das heißt, das ist angefangen vom Dr. Dieter Zwetschge, der war da, wie gesagt, also außer einem Doppelsieg braucht es gar nicht nach Hause kommen. Ja. Alles andere ist ein völliger Schwachsinn. Also competitive performance. Das haben wir relativ gut gelöst. Ja. Vize-Weltmeistertitel ist leider nichts geworden, so hat der Vettel nach Hause gefahren. Aber gut, so viel Witze weiß ich gar nicht, ob der erzählen kann. Aber das größere Drama war natürlich die Geschichte mit dem Rücktritt bei RTL. Weil das Rennen an sich, das war so spannend wie ein leeres Aquarium. Das Highlight war für mich die Battle in der 12. Runde zwischen dem Roman Grosjean und dem Stroll, die sich da ein bisschen gematcht haben mit Overtaking hin her. Sonst war es relativ boring, aber das mit dem Rücktritt, das hat natürlich einen Grund. Das ist mir ganz klar und schuld ist der Rotsberg. So. Wie ist das gelaufen? Der Rotzberg und ich, wir stehen beim Florian König beim Interview in dieser Boxengasse. Ja. Alles saueng, ja. Keiner hat diese Herumgedränge, ja. Da habe ich mir eh schon gedacht, mir rollst die Zehennägel auf, ja, weil da herumgeschubst worden. So, und auf einmal rollst die Kraxen da vom Ricardo durch. Ja. Kommt irgendein Mechaniker, weil es mit der Red Bull-Dosen nicht durchkommen. Sagt der Mechaniker zu mir, bitte zurücktreten. Ja, sag ich, was? Zurücktreten. Also, so schnell habe ich gar nicht schauen können, hat mich der Rotzberg am Ärmel genommen, nach hinten gezogen. Sag ich, den Nico, sag ich, nein, sag ich, was hat der gesagt? Der hat gesagt, du sollst auch zurücktreten. Sag ich, ich soll zurücktreten. Also, dann ist die Kraxen vorbeigeschoben, dann bin ich zum König hingegangen und habe gesagt, ja, ich muss zurücktreten. Ja, der hat sich überhaupt nicht ausgekannt, der hat geschaut wie Autobus, ja, Niki was, die Legende. Sag ich, ja. Der Rotzberg hat gesagt, ich bin zurück, muss zurücktreten. Ja, bin zurückgetreten. Also, das ist natürlich peinlich, weil was soll ich sagen? Ich kann nicht sagen, ich mich verhört habe oder eine Missinterpretation an der ihr. Aber der Rotzberg ist schuld, der lacht jetzt noch. Jetzt bin ich den Job bei RTL los, obwohl ich gar nicht wollte. Das ist eigentlich relativ unangenehm. Gut. Also ich werde jetzt beim Brief ans Christkind eine gute Performance deliveren, weil schreien, dir Christkind, ja, I want my Hacken back bei RTL, also Riesentorlauf. Müssen wir schauen, ob sie mich wieder einstellen. Das war natürlich eine blöde Geschichte, ein bisschen dumm gelaufen. Das wollte ich gar nicht, aber so, was ist machen. Also, Ihnen sage ich auch ein herzliches Dankeschön für das ganze Jahr. Ich hoffe, die Season war funny für Sie. Thanks for sharing these silly videos all the time. Ich wünsche Ihnen einen schönen Advent, viele Backeln unterm Baum. Und nicht vergessen, immer competitive performen. Goodbye. Und wach bleiben.